Willkommen zum Tagessegen heute am Palmsonntag. Im Johannesevangelium heißt es: Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Wissen Sie, was das Interessanteste an diesen Versen ist? Hier steht nämlich: Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Warum ist das besonders wichtig? Warum fällt mir das auf? In den anderen Evangelien, da werden Jünger losgeschickt, die müssen Esel holen, müssen ihn zu Jesus bringen, müssen ihn bedienen. Und hier, typisch der Evangelist Johannes, Jesus hat das Heft in der Hand. Jesus findet einen Esel, er sucht ihn aus, er setzt sich darauf. Das ist nur ein ganz kleiner Hinweis, aber damit eröffnet Johannes seine Passionserzählung, um zu zeigen, hier geht jemand ganz eigenständig und selbstbewusst diesen Weg, der vor ihm liegt. Und ich möchte Sie heute einladen, dass Sie auch mal darauf schauen, was können Sie noch? Viele erzählen ja, was Sie nicht mehr können, das ist uninteressant. Was können Sie noch? Und wenn Sie nur 3 Schritte gehen können, wow, Sie können 3 Schritte gehen. Und wenn Sie vielleicht nur einmal aufstehen können, um zum Fenster zu gehen, solche Zuschauerinnen und Zuschauer habe ich ja auch hier, das ist doch schon was. Und dafür Gott zu loben und zu preisen. Ich preise dich für die Kraft, die ich habe, und geh selber los, wie Jesus heute zu Eselin. Es segne Sie, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.